Hallo zusammen, heute möchte ich euch die Xiaomi Mi Home Security Kamera 360 Grad vorstellen. Ich zeige euch, wie man diese einrichtet und welche Funktionen die Kamera hat. Zusätzlich zeige ich euch, wie man die Kamera mit Alexa verbindet. Die Sicherheitskamera von Xiaomi nimmt Videos in Full HD, also 1080p auf. Wie der Name schon verrät, lässt sich die Kamera um 360 Grad drehen. Neben dieser Funktion hat die Kamera auch eine Infrarot-Nachtsicht sowie eine KI-Bewegungserkennung verbaut. Zusätzlich besitzt die Kamera einen Lautsprecher und ein Mikrofon, welche als Gegensprechanlage genutzt werden können. Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera selbst ein 2 Meter langes USB-A auf Micro-USB-Kabel sowie eine Befestigungsplatte für die Montage an der Decke. Ein Netzgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Hier könnt ihr ein beliebiges 5 Volt und 1 Ampere Netzteil verwenden. Die Kamera unterstützt das Aufnehmen auf eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 mit mindestens 16 bis maximal 64 GB. Man kann ebenfalls die Aufnahmen auf eine NAS, also Network Attached Storage, aufnehmen bzw. speichern lassen. Das macht durchaus Sinn, da ein Einbrecher somit die NAS finden und zerstören muss, um die Aufnahmen des Einbruchs zu vernichten. Ich benutze einen kleinen Computer mit Windows 10 installiert als NAS bzw. als Dateiserver. Falls euch das Einrichten der Videoaufnahmen der Überwachungskamera auf einen Windows-Computer interessiert, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. So kann ich dazu ein einzelnes ausführliches Video erstellen. Damit ihr keine weiteren Videos von mir rund ums Thema Smart Home verpasst, könnt ihr auch gerne meinen Kanal einfach abonnieren. Hat man die Kamera an den Strom angeschlossen, kalibriert sie sich zuerst. Wechseln wir nun in die Mi Home App, um die Kamera einzurichten. Hierfür klicken wir in der oberen rechten Ecke das Plus-Symbol und aktivieren anschließend WLAN, Bluetooth und GPS auf unserem Smartphone. Anschließend wählen wir im Reiter Videokameras die Mi Home Sicherheitskamera 360 Grad 1080p aus. Wir drücken nun, wie gefordert, den Reset-Knopf 3 Sekunden lang und tippen in der App auf Weiter. Nun wählen wir das WLAN-Netzwerk aus, mit welchem wir die Kamera verbinden möchten. Anschließend wird ein QR-Code auf dem Smartphone-Display angezeigt, welches von der Xiaomi Sicherheitskamera gescannt werden muss. Die Kamera hat Probleme, den QR-Code zu scannen, wenn der Dunkelmodus in der App aktiviert ist. Daher bitte diesen deaktivieren. Nachdem der QR-Code erfolgreich gescannt wurde, könnt ihr die Kamera direkt einem Raum zuweisen und anschließend benennen. Die Kamera ist nun fertig eingerichtet und kann nach Zustimmung der Nutzungsvereinbarung und der Datenschutzerklärung verwendet werden. Als erstes deaktiviere ich bei meinen Kameras immer die Status-LED. Die Einstellung hierfür findet ihr unter den drei Punkten und Kameraeinstellung. Die Grundfunktionen der Kamera sind ganz schnell erklärt und gezeigt. Tippt man auf das Mikrofonsymbol, so kann man die Gegensprechfunktion verwenden. Das Kamerasymbol nimmt ein Foto auf, das Videosymbol startet eine Videoaufnahme und das Steuerkreuz lässt euch die Kamera drehen. Schauen wir nochmal kurz in die Kameraeinstellung. Hier kann man ebenfalls die Kamera in den Ruhemodus bzw. Schlafmodus versetzen. In den Display-Einstellungen kann man neben den anderen Einstellungen auch den WDR-Modus aktivieren, welcher bei dunklen und überlichteten Räumen ein besseres Bild liefert. Ebenfalls kann in den Display-Einstellungen auch das Kamerabild gedreht werden, wenn man zum Beispiel die Kamera an die Decke befestigen möchte. Bei neuen Kameras kann es sein, dass ein Update angezeigt wird. Software-Updates bieten neben das Schließen von Sicherheitslücken auch ab und zu neue Funktionen. Daher unbedingt Software-Updates machen.
In der Speicherverwaltung könnt ihr eure MicroSD-Karte formatieren und den Aufnahmemodus einstellen. Ist die MicroSD-Karte voll, werden ältere Aufzeichnungen gelöscht, sodass die neuen Aufzeichnungen darauf geschrieben werden können. Wie bereits angesprochen, kann man auch Videoaufzeichnungen auf eine NAS speichern. In dem Punkt Überwachungsassistent kann man sich benachrichtigen lassen, wenn Bewegung vor der Kamera stattfindet. Zu guter Letzt findet man im Punkt Wiedergabe einen Zeitstrahl, in welchem man Aufnahmen suchen kann. Jetzt schauen wir uns noch kurz an, wie man die Kamera in das Alexa Smart Home einbinden kann. Hierfür startet ihr die Alexa-App und geht unter Mehr. Anschließend wählt ihr Skills und Spiele aus. Hier sucht ihr Xiaomi Home und aktiviert letztendlich den Skill. Ihr registriert euch mit eurem Xiaomi-Konto im Skill und das war's auch schon. Nun verbinden sich alle kompatiblen Xiaomi-Geräte, welche ihr in eurer Mi Home-App habt, mit Alexa. Ihr könnt zum Beispiel über das neue Alexa Dashboard, Echo Show Geräte und die Windows App auf die Kamera zugreifen. Über die normale Alexa App für Android und iOS funktioniert der Zugriff aktuell noch nicht. Ja, und das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass doch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.